Hallöchen, Freunde, willkommen zurück zu Space Engineers. Oh, wir haben Signal. Da fliegen wir gleich mal hin. Und ja, ich habe mir jetzt zwar nichts zu trinken geholt, sondern, aufpassen, die letzten Weihnachtsplätzchen. Die gibt es jetzt in einem lecker Quark. Und dann sind die letzten Kekse da reingekrümelt worden. Die letzten Kekse, da gibt es keine Kekse mehr vor Weihnachten. Ach ja, was ist das für ein Lied? Klingt spannend. Okay, nochmal so ein Schweißer ist okay. So, deshalb bitte nicht wundern, wenn ich hier ab und zu mal ein bisschen mümmel oder man hier dieses klassische, warte, Klappergeräusch von einer Schüssel hört, aber das ist einfach so lecker und das muss man einfach genießen, solange es kühl ist, ne? Dann schmeckt das doppelt so gut. Mindestens. Oh Gott. Außerdem rede ich mich dann nicht so in Rage, ne? So, dann gucken wir mal, ob denn irgendwas Passendes mit dabei war bei dem Kumpel. Vielleicht hier was? Nee, da so? Nee, na gut. Irgendwann haben noch Stahlplatten gefehlt. Da. Okay, den Rest, den packen wir dann einfach wieder hier in den Container. Also kohlemäßig haben wir jetzt schon einen ganzen Arm voll, ne? 16.600 müssen das sein, wa? 16 Kilo Credits. Also ich bringe mal 16 Kilo Geld mit. So, ich habe noch Sachen produziert, wo ich gerade weg war. Ach, hier. So, dann bringen wir mal hier die großen Rohre an den Mann. So. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Herstellungskomponenten, interne. Oh, habe ich interne gebaut? Das weiß ich jetzt gar nicht. Und Stahlplatten noch ein paar. Stahlplatten. Okay, Produktion. Was ist das jetzt? Bin ich jetzt im Wilden Westen gelandet, oder? Harry! So. Ach ja. So, aber heute gibt es dann den Jungfernflug, Freunde. Außer wir stürzen ab. Kann auch passieren. Ich habe das Gewicht der fertigen Komponenten hier nicht mit einberechnet. Wir werden sehen, wenn zwei Triebwerke nicht reichen, müssen wir auf die Schnelle, vor allem auf die Schnelle hat mir sehr gefallen, nochmal ein, sagen wir lieber zwei Triebwerke mit hinbasteln. Und die brauchen ja 1100 Motoren, das heißt 2200 Motoren, die, ja, könnten vielleicht dauern. Tja, oh, ich bin gespannt, viele trauen sich ja nicht, einen Kommentar zu schreiben unter ein Video, in dem jemand seine eigene Meinung äußert, weil man ja dann angezählt werden könnte. Ey, du bist ja seiner Meinung. Finde ich nicht cool. Bin ich mal gespannt, ob sich da irgendjemand zu äußern möchte. Und ich werde auch keinen deswegen anziehen, keine Angst. Wenn er sagt, das ist kompletter Bullshit, was ich hier erzähle für ihn persönlich, ja, weil er halt eine ganz andere Meinung hat, dann ist das so. Ich bin ja immer noch ein Vertreter von, jeder soll seine eigene Meinung haben, aber auch jedem seine eigene Meinung lassen. Bei Mitläufern ist immer so schwierig, ne? Ach, interne brauche ich noch und Herstellungskomponenten. So, aber die kleinen müssten reichen. Genau. Interne und Herstellungskomponenten, das sollten wir hinkriegen. Aber interne brauchen wir dann gleich nochmal ein paar. Wow. Aha. Fünf nicht. So. Und Herstellungskomponenten. Material reicht. Dann können wir gleich nochmal schnell tanken gehen. So. Klar hätte ich theoretisch auch Hydrogentriebwerke nehmen können, aber
Nee, das Hydrogen, das sparen wir uns lieber für andere Sachen auf. Müssen wir ja bedenken, im Weltall brauchen wir Sauerstoff, Strom, Hydrogen, bis wir oben sind. Und erstmal Hydrogen, bis wir Platin gefunden haben und Uran, damit wir dann triebwerkstechnisch autark arbeiten können. Mhm. Nom nom. So, das mit und das mit. So, der letzte Burghof. Ein Farbdesign brauchen wir noch. Ich meine, wer mich kennt, der wird schnell wissen. Hm, schwarz. Aber vielleicht noch ein bisschen mehr als nur schwarz. Mal gucken. Ich bin auch mal gespannt, ob ihr sagt, hier Star Citizen, ja oder nein. Also es sind alles so Sachen. Dadurch, dass ich jetzt vorproduziere, kann ich es kaum erwarten. Das ist wie Weihnachten. Was werden sie sagen? Was werden sie sagen? Ja, nee, vielleicht doch, nee. Oder lösch dich. Was ich auch sehr lustig finde, was man immer so mal beobachtet, ne? Weil wir jetzt auch das Thema Ruhezone und so hatten. Menschen glauben ja, dass freie Meinungsäußerung unbegrenzt ist. Muss man erstmal sacken lassen. Aber freie Meinungsäußerung hört dort auf, wo Leute beleidigt oder bedroht werden. Da kann man sich dann denken, hey, du bist ein Arsch, ein Affe, was weiß ich, was halt einem dann im Kopf rumgeht. Oder am liebsten würde ich dir jetzt keine Ahnung was tun, ne? So was kann man sich für sich denken. Aber sobald man das ausspricht, ist das eine Drohung. Und sobald eine Drohung ausgesprochen wird, wird es persönlich. Und wie wir es vorhin schon hatten, keine Waffe ist gefährlicher als der hochbezahlte Anwalt. Weil wenn du einem Menschen richtig wehtun willst, dann triffst du ihn da, wo es momentan am meisten wehtut. Und das ist im Regelfalle eigentlich das Geld, weil an diesem scheiß Geld hängt ja echt alles, ne? Es hängt dein Lebensstandard davon ab, es hängt deine Wohnung davon ab, es hängt deine Familie davon ab, deine Nahrung, alles. Egal, was du nimmst. Im Regelfall bekommst du es für Geld. Und deshalb meinen, glaube ich, also das denke ich zumindest, so viele sich darüber identifizieren zu können, so von wegen, ich bin das, was mein Lebensstandard hergibt. Aber ist nicht so. Ich kenne Menschen, die haben Geldprobleme, die haben wirklich Geldprobleme, ja. Aber die sind herzensgute Menschen und ich mag die und ich komme gut mit denen aus. Und auch wenn es scheiße klingt, ne, weil ich es ja vorhin so angesprochen hatte, also ich glaube vorletzte Folge hatte ich es angesprochen, ich helfe denen dann auch, also was das Finanzielle angeht, ja. Weil ich einfach sage, hey, mich juckt das jetzt nicht, dass das Geld nicht da ist, weil ich es gespart hatte für irgendetwas, was ich mir kaufen wollte. Ja, es war, keine Ahnung, neue Grafikkarte, neuer PC, kackegal, auf irgendwas hatte ich gespart. Und dann so, hey, die Kohle stört mich jetzt gerade nicht, weil ich damit nicht gerechnet habe, weil ich es eh gespart habe. Nimm es und komm mal wieder ein bisschen runter von deinem Kopf, dass du dem mal ein bisschen klar bekommst. Damit du klar denken kannst und einfach mal ein bisschen ruhiger schlafen kannst, ne? Und ich sag mal, so, über sowas können sich dann Leute auch eher identifizieren, ja? Weil, klar, es mag scheiße klingen, aber so soll es gar nicht rüberkommen. So wie, hey, Geld ist egal und bla. Nein, ist es überhaupt nicht. Aber es war halt Geld, was ich mir im Laufe der Zeit zusammengespart habe, wovon ich mir irgendwas holen wollte, wo ich eh mitmachen kann, was ich will, weil es ist ja etwas, das ich mir selbst durch die Arbeit verdient habe. Aber es gibt da halt einen Menschen, den ich sehr schätze, sehr mag und so weiter. Und der hat gesagt, hey,
läuft gerade alles scheiße und bla und jetzt auch noch hier, keine Ahnung, der Trockner kaputt gegangen, weil der Hamster in der Mikrowelle kaputt gegangen ist oder so, keine Ahnung. Dann hier, nimm und kauf und dann, keine Ahnung, quatsch mal weiter. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt, ne? Also die Grafikkarte, jetzt sag ich mal, ich gehe einfach von der Grafikkarte aus, ne? Weil die sind ja mittlerweile auch schon schweineteuer, das heißt ja rund 1000 Tacken für so ein Ding, ne? Und bei den besagten 10%, die du dann halt mal einsparst, ne, kann das vielleicht ein bisschen dauern, bis du dir dann ein bisschen was zusammengespart hast. Jetzt kommt noch ein Signal, willst du mich eigentlich rollen? Machen wir nicht. Obwohl, doch, machen wir. Da gehe ich hier nochmal ganz kurz auf Charge. Einmal Charge-Modus. Und dann holen wir uns noch schnell das Signal da hinten. Weil dann sind die Batterien voll und ich muss nicht Angst haben, abzustürzen. Ich bin eh gespannt, wie lange die Batterien halten. Ich meine, Anfahrt und Bremsweg und so weiter, das ist gar kein Problem. Das kriegen wir hin, weil wir haben ja zwei Hauptdüsen. Muss man halt ein bisschen schwenken. Sieht aus wie ein Pendel, wenn wir anhalten wollen. Das raumschiffartige Pendel. So, komm, und du gibst mir jetzt was Schönes. Nein, aber danke. Hä? Achso, der ist auf sein Ding hier gelandet, oder? Wieso landet der denn so schief hier? Hallo, stell... Komm mal gerade, Digga, hier. Machen wir es halt anders. Nee, und das ist etwas, wo ich sage, über solche Aktionen kann man sich dann identifizieren, ne? Bin ich dann so der Eigensüchtige, der dann sagt, ey, komm mal klar mit deinem Problem, wie ist mir egal, aber komm klar damit. Oder, wenn es in meiner Möglichkeit steht, versuche ich dann zu helfen, ne? Klar, es gibt so viele Hilfsorganisationen, sag ich jetzt mal, mit, ich weiß nicht, wo du überall spenden kannst, für die Pandas, für die Kinder der Pandas und was weiß ich nicht alles. Wo sie aber auch schon mal nachgewiesen haben, dass nur ein sehr kleiner Prozentteil von diesen Geldern auch dort ankommt, wo er eigentlich ankommen soll, ne? Deshalb bin ich kein Freund von, spenden Sie jetzt monatlich nur 1 Euro oder was weiß ich und schicken Sie diesem Kind ein Lächeln. Klar kann man das machen, aber ich persönlich würde es nie machen. So, Jungfernflug, Freunde. Ich bin gespannt. Moment, bevor mir das Ding, das war viel zu teuer, als dass da jetzt irgendwas in die Binsen geht. Spielt gerade einer von der Freundesliste Space Engineers? Nein, okay, so. Wir haben für 2 Stunden Sprit. So, es geht los, es geht los. So, wir brauchen die Bohrer. Zack. Oh Mann, ich freue mich. Jetzt haben wir gleich Material. So, mit dem Abbremsen dauert es ein bisschen länger. Da haben wir ja nur 2 Düsen. Aber wie gesagt, zur Not pendeln wir uns da aus, indem wir hier diesen hier machen. Und dann wird er auch mal schnell gebremst. So, was wiegen wir eigentlich? 561.000, also 561 Tonnen. Geht eigentlich. Entschuldigung. So, dann stellen wir uns mal so halbwegs gerade. Fahren wir ein Stück runter. Oh, Erdsensor. Habe ich einen Erdsensor? E wie Erz. Nee, ich habe keinen Erdsensor. Okay, da müssen, den Fauxpas müssen wir uns natürlich jetzt dann noch, den müssen wir dann noch ausbügeln. So. Wir stehen halbwegs gerade und da würde ich sagen, fräsen wir hier einfach mal drauf los. Einfach mal Stein mitnehmen, der wird ja relativ fix verarbeitet. Und da werden wir gleich sehen, wie unser Gewicht hier in die Höhe schießt. So können wir dann hier eine relativ schöne Platte abfräsen.
Ah, da muss ich aber höher anfangen. Oder ich gehe jetzt einfach nach unten. Auch eine Möglichkeit. So, und so passen wir jetzt da formschön hinein und können hier einfach mal dick einen wegbohren. Und dann gucken wir gleich mal, was das eigentlich am Material gebracht hat. Wahrscheinlich so viel, dass wir es gar nicht alles verarbeiten können, ohne ein Lager dafür zu haben. So, wir besitzen gerade einmal 1,6 Millionen Steine. Das ist noch nicht viel. Obwohl man daraus schon sehr viel Eisen bestimmt machen kann. Oh nein. Gut, das war's dann auch schon. Ich mach die Triebwerke mal aus. Wir wiegen zu viel, Freunde. Das hat ja nicht lang gedauert. Also, zwei Triebwerke, ne? Bei einer Masse von... Naja... Okay, ich bin... Hä? Achso, weil... Ja, genau. Ah, ich muss schnell zwei, dreimal hin und her fliegen. Wir brauchen mehr Triebwerke. Das heißt, ja. Zurückfliegen, andocken. Also jetzt erstmal ein bisschen leichter machen, ne? Dann andocken und Triebwerke ranbasteln. Warte mal, ich schmeiß das alles hier rein. Ah, Junge, Junge, Junge. Das war ja wieder prima. So. Mal gucken, wir bekommen 5000. Bekommen wir da raus. Uiuiui. Ach nee, mit dem Auto komme ich da gar nicht hin. Ach, verdammte Axt. Natürlich könnte ich jetzt Sachen einfach rauswerfen, aber Verschwendung ist ja nicht so meins, ne? Da habe ich jetzt erstmal ein Löffelchen von essen müssen. Auf den Schock hier. Dann stelle ich gleich mal in die Produktion zwei große Triebwerke, dass das Material schon mal fertig ist, wenn wir da ankommen. Ich hoffe, das Material reicht. Haben jetzt doch relativ viel Eisen noch verballert mit unserer Aktion hier. Produktion. Große Blöcke. Atmosphärische. 1, 2. So, natürlich nicht. Es mangelt an Nickel und es mangelt an Eisen. Das mangelt. Echt das? Mangelt an Nickel? Stimmt. Ja gut, wenn wir mit unserem, ich nenne ihn mal Gleiter, also mit unserem Bohrgleiter dann da sind, dann funktioniert das. Das sollte hoffentlich genügen. Wenn nicht, müssen wir nochmal kurz zu einer Nickelstation, beziehungsweise zu einem Nickelvorkommen und dort nochmal ein bisschen Nickel aus dem Boden holen. Ja, Freunde, aber ich denke mal, das mache ich eben fix alleine. Das Ausladen von dem Kumpel. Und ja, sobald ich wieder angedockt bin, melde ich mich wieder, ne? Dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Tschüssikowski! Einfach lecker, der Quark.